Hey Formel 1 Freaks, Mick Schumacher hat in Barcelona mal wieder an den Punkten geknabbert, aber er hat sie letztendlich doch wieder nicht erreicht. Er war lange Zeit um den 10. Platz herum und man hatte die große Hoffnung, dass er endlich seinen ersten WM-Punkt erreichen könnte, aber am Ende wurde er durchgereicht und wurde letztendlich 14. Und das, nachdem er das erste Mal in seiner Karriere ins Q3 gekommen ist und auf dem 10. Startplatz gestartet ist, und in der ersten Runde sogar vorgefahren ist bis auf Platz 6. Jetzt ist natürlich die Frage, hätte Mick Schumacher Punkte erreichen können in Barcelona oder nicht? Zumal Haas das einzige Team war, das keine Updates mit nach Barcelona gebracht hat. Das heißt, das Auto von Mick Schumacher und Kevin Magnussen wurde nicht verbessert. Wenn man sich mal Kevin Magnussen anschaut, der hatte in der ersten Runde den Zwischenfall mit Lewis Hamilton und ist dann ans Ende des Feldes zurückgefallen und konnte dann auch von dieser Position nichts mehr reißen. Er hat keine Aufholjagd gestartet, er konnte nicht durchs Feld pflügen wie Lewis Hamilton, sondern er wurde am Ende 17. Und er hat sogar bei den schnellsten Rennrunden die langsamere Rundenzeit als Mick Schumacher gefahren. Er hat 1:27.5 und Mick Schumacher 1:27.4, also gerundet natürlich. Das heißt, Mick Schumacher war 1/10 schneller als Kevin Magnussen und das bedeutet, dass der Haas insgesamt einfach nicht mehr so schnell war wie in den letzten Rennen. Kevin Magnussen hätte sonst bestimmt einige Plätze mehr aufholen können und deshalb ist die Frage, ob Mick Schumacher wegen der Strategie nicht in den Punkten gelandet ist oder wegen der Schnelligkeit des Autos allgemein. Auf jeden Fall war Mick Schumacher auf derselben Strategie unterwegs wie Kevin Magnussen. Die beiden haben nur 2 Stops gemacht, wenn man mal davon absieht, dass Kevin Magnussen nach der ersten Runde schon an die Box kommen musste. Wenn man diesen Boxenstopp abzieht, dann hat auch Kevin Magnussen 2 Boxenstops gemacht, also insgesamt 3. Und genauso haben auch Sebastian Vettel und Valtteri Bottas eine 2-Stopp-Strategie gefahren. Das heißt, der größte Teil der Fahrer hat eine 3-Stopp-Strategie gefahren und da kann man schon auf die Idee kommen, dass die 2-Stopp-Strategie vermutlich die schlechtere war. Wenn man sich mal anschaut, dass Valtteri Bottas mit dieser 2-Stopp-Strategie auf den 6. Platz fahren konnte, dann ist da schon ein bisschen Potenzial gewesen in dieser Strategie, aber die anderen Fahrer, die eine 2-Stopp-Strategie gewählt haben, eben Sebastian Vettel, Mick Schumacher und Kevin Magnussen, sind allesamt nicht in den Punkten gelandet. Hätte Mick Schumacher also mit einer anderen Strategie möglicherweise Punkte geholt? Er selber glaubt, ja. Er glaubt, dass die Strategie schuld war, dass er keine Punkte holen konnte und er hat zum ersten Mal in einem Interview auch ein bisschen sein eigenes Team kritisiert. Er hat gesagt, ich glaube, dass es an der Strategie gelegen hat, dass wir jetzt nicht in den Punkten sind. Die Strategie war dann doch etwas anders als vorhergesehen. Wir müssen jetzt einfach schauen, wie wir zu so einer Strategie gekommen sind und warum wir dann nicht darauf reagiert haben. Im Endeffekt ist man im Nachhinein immer schlauer. Deshalb werden wir da als Team dran arbeiten und schauen, was wir verbessern können. Nach der sehr guten ersten Runde waren die Hoffnungen dann doch sehr groß. Aber nach der dritten Runde ging schon das Gefühl los, oh, das könnte schwierig werden. Die Reifen haben nicht so lange gehalten, wie wir erwartet hatten. Und dann haben wir die falsche Entscheidung getroffen, Plan A beizubehalten und nicht auf eine 3-Stopp-Strategie zu gehen. Der Start hat ja noch eine Menge Spaß gemacht, aber dann war es frustrierend, dass wir nicht die Pace hatten, vorne zu bleiben. Ja, da merkt man schon ein bisschen den Frust von Mick Schumacher langsam, denn er wird immer mehr unter Druck geraten, jetzt endlich seine ersten WM-Punkte einzufahren. Das wird entscheidend sein für seine zukünftige Karriere. Es kann sonst wirklich sein, dass seine Karriere langsam, aber sicher zu Ende geht. Das muss man wirklich sagen. Denn die anderen jungen Fahrer sind wirklich unglaublich schnell und wild. Da muss man bei der Höhe dabei bleiben, sonst hat man keine guten Karten. Und in Monaco hat er jetzt die nächste Chance, er muss da wirklich mal abliefern und er glaubt selbst, dass er in Monaco ein gutes Ergebnis einfahren kann. Er sagt dazu, unser Auto ist selbst ohne Upgrades immer noch sehr stark, speziell in der Qualifying-Performance, was in Monaco letztendlich zählt. Ich habe mich auch vergangenes Jahr sehr wohl gefühlt in Monaco, obwohl ich leider kein Qualifying gefahren habe. Hoffentlich ist es dieses Jahr besser und wir können unsere Performance dann auch zeigen. Ja, lasst uns gespannt sein, was Mick Schumacher noch so zeigen wird. Ich bin es auf jeden Fall und ich würde mich freuen, wenn er endlich mal Punkte einfahren würde. Das war es auf jeden Fall zu diesem Thema. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bleibe für euch am Ball in der Formel 1. Bis zur nächsten Folge. Ciao.